Wie hat Molly Weasley Bellatrix Lestrange besiegt? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Inmitten des totalen Chaos der Schlacht von Hogwarts gab es viele ikonische Momente, aber einer stach mir besonders ins Auge, da er eine tolle Situation zeigte. Lichtstrahlen flogen links und rechts und überall kämpften Hexen und Zauberer, aber in einem Bereich des Schlosses kam es zu einem Showdown, der für eine Person alles bedeutete, Molly Weasley. Die fürsorgliche, zärtliche Mutter der Familie Weasley und Ersatzmutter von Harry Potter kämpfte mit einer der gefürchtetsten Hexen der Zaubererwelt, Bellatrix Lestrange. Bellatrix, furchteinflößender Name und ihr blutrünstiger Ruf waren wohl verdient. Und sie war wohl dafür bekannt, zahlreiche Hexen und Zauberer, darunter auch Neville Longbottoms Eltern, ermordet und gefoltert zu haben. Ihre magischen Fähigkeiten waren mehr als beeindruckend und sie galt als eine der mächtigsten und gefährlichsten Hexen ihrer Zeit. Sie war auch eine der, wenn nicht sogar Voldemorts liebste Anhängerin und seine mächtigste Anhängerin. Sie war eine furchterregende, reinblütige Hexe, die aus der Familie Black stammte. Einer langen Reihe mächtiger Hexen und Zauberer mit verdrehten Köpfen. Sie war persönlich für die Ermordung von Sirius Black und Nymphedora Tonks verantwortlich, hatte eine Affinität zum Cruciatusfluch und verfügt über beträchtliche Kenntnisse im Bereich der dunklen Künste. Nicht nur das, sie war auch eine der erfahrensten Duellantinnen, eine Expertin für Zaubersprüche, eine mächtige Oklumentikerin und eine zähe Kriegerin. Nun kommen wir zu Molly Weasley. Molly Weasley war, nun ja, Molly Weasley halt, eine mütterliche Figur, die für ihre Liebe und ihre Fähigkeit bekannt war, die Menschen, die ihr nahe standen, zu hegen und zu pflegen. Es wurde nie wirklich behauptet, dass sie irgendwelche wahnsinnig magischen Kräfte besaß, aber was sie hatte, war ein Vorteil. Eine Seite von ihr, die nicht sehr oft zum Vorschein kam. Diese Schärfe kam natürlich nur zum Vorschein, wenn diejenigen, die sie liebte, in Gefahr waren. Und in der Schlacht von Hogwarts wurden Bellatrix und die andere Seite von Molly vorgestellt. Zur Einstimmung. Bellatrix kämpfte zunächst gegen Hermine, Luna und Ginny. Die drei jungen Hexen arbeiteten zusammen und waren Bellatrix ebenbürtig. Aber als Bellatrix einen tödlichen Fluch ausstieß, der Ginny so knapp verfehlte, dass sie nur dem Tod um 1 cm verfehlte, musste Molly eingreifen. Sie hatte genug. Lasst uns dafür die Szene weiter untersuchen. Nicht meine Tochter, du Piep, schrie Molly. Mrs. Weasley warf im Laufen ihren Mantel ab und machte ihre Arme frei. Bellatrix drehte sich auf der Stelle und brüllte vor Lachen beim Anblick ihrer neuen Herausforderin. Aus dem Weg, rief Mrs. Weasley den drei Mädchen zu. Mit einem Schwung ihres Zauberstabs begann sie das Duell. Bellatrix Lestranges Lachen wurde zu einem Knurren. Lichtstrahlen flogen aus beiden Zauberstäben aus dem Boden und ihre Füße der Hexen wurden heiß und rissig. Beide Frauen kämpften, um zu töten. Was wird mit deinen Kindern geschehen, wenn ich dich getötet habe? Spottete Bellatrix, so wütend wie ihre Meisterin, während Mollys Flüche um sie herumtanzten. Wenn Mami den gleichen Weg geht wie Freddy. Du wirst unsere Kinder nie wieder anfassen, schrie Mrs. Weasley. Bellatrix lachte und das gleiche beschwingte Lachen, das ihr Cousin Sirius von sich gegeben hatte, als er rückwärts durch den Schleier stürzte und plötzlich wusste Harry, was passieren würde, bevor es passierte. Mollys Fluch flog unter Bellatrix ausgestrecktem Arm hindurch und traf sie mitten in die Brust, direkt über ihrem Herzen. Bellatrix hämisches Lachen gefror, ihre Augen begannen sich zu wölben, für einen winzigen Moment wusste sie, was geschehen war. Und dann stürzte sie, und die zuschauende Menge brüllte, und Voldemort schrie. Und genau so besiegte Molly Weasley die berüchtigte Bellatrix Lestrange. Aber was, abgesehen davon, dass sie einem Fluch ausgesetzt war, führte dazu, dass Bellatrix tatsächlich starb? Welchen Fluch hat Molly genutzt? Warum ist Bellatrix im Film explodiert? Wie wir alle wissen, dass Avada Kedavra ein Tötungsfluch ist und dass dieser der offensichtlichste Zauber ist, den man anwenden würde, wenn man jemanden töten will. Aber der Text deutet nicht darauf hin, dass es dieser Zauber gewesen ist. In den Büchern wird der Einsatz von Avada Kedavra fast immer als grüner Lichtstrahl beschrieben und in diesem Fall war es einfach nicht der Fall. Um weiter zu argumentieren, dass es nicht Avada Kedavra war, das sie benutzt hat, müssen wir uns daran erinnern, dass Avada Kedavra einer der unverzeihlichen Flüche ist. Nicht nur die Anwendung dieser Flüche ist strafbar, sondern ihre bloße Existenz ist bei normalen Hexen und Zauberer verpönt. Molly hätte den Fluch auch in dieser schlimmen Situation nicht einfach leichtfertig genutzt. Also bin ich ziemlich sicher, dass Molly Avada Kedavra nicht genutzt hat. Aber sie hat Bellatrix eindeutig getötet. Wie hätte Molly sie sonst töten können?
Betäubungszauber sind unter Hexen und Zauberern sehr beliebt und in meinen Augen gibt es zwei mögliche nicht mörderische Zauber, die Molly benutzt haben könnte, wobei der unwahrscheinlichste ein gut platzierter Petrificus Totalus ist. Dieser Zauber ist auch als Ganzkörperbindungsfluch bekannt und friert den Gegner im Wesentlichen ein oder lähmt ihn auch. Das würde passen, denn Molly hat Bellatrix eingefroren. Ich persönlich denke, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie Stupor verwendet hat. Stupor ist die Quintessenz, die man zum Betäuben verwenden könnte, als auch ein Signaturzauber der Guten. Ein gut platzierter Betäubungszauber hätte genau das bewirken können, was Petrificus Totalus getan hätte. Ihr Herz anhalten und ihr Leben beenden. Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass Molly einen Zauber genutzt hat, von dem wir nichts wissen. Im Harry Potter-Universum gibt es wahrscheinlich Hunderttausende von Zaubersprüchen, die eingeführt wurden, aber die modernen Hexen und Zauberer kennen nur einen Bruchteil von ihnen. Es war ein ziemlich mächtiger Zauber, den Molly genutzt hat, denn sonst hätte sie Bellatrix nicht einfrieren und in die Luft jagen können. Wenn wir einen Blick in die Bücher werfen, wo diese Szene viel ausführlicher beschrieben wird als in den Filmen, wissen wir, dass sie zwei Zauber genutzt hat. Einen weißen Zauber, dieser könnte Petrificus Totalus oder Stupor gewesen sein, und dann noch einen roten Zauber zum in die Luft jagen, dieser könnte Bombador oder Reductio gewesen sein. Was wir uns über Molly Weasley merken müssen, ist, dass sie, bevor sie Molly Weasley, die fürsorgliche Mutter war, Molly Previtt war, eine Hexe, die aus einer langen Linie von mächtigen Hexen und Zauberern stammte. Ich bin mehr als bereit darauf zu wetten, dass Mrs. Weasley viel mehr ist, als man auf den ersten Blick sieht. Nur weil sie bescheiden ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht eine Menge mächtiger Magie kennt. Und schließlich hat Molly Weasley Bellatrix Strange vernichtet. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.